Oh, hallo. Hey, ich hatte am letzten Montag Geburtstag, bin 19 Jahre alt geworden und ihr seid alle nicht zu meiner Geburtstagsfeier gekommen. Ihr wart auch alle nicht eingeladen. Let's fucking go! Es gab halt auch gar keine Feier, also ich meine, ich habe auch gar keine Freunde. Nein, ich habe meinen Geburtstag halt nicht gefeiert, weil ich in dieser Woche in drei aufeinanderfolgenden Tagen drei Klausuren schreibe. Manche fragen sich jetzt vielleicht, Charlie, du hast doch Abitur geschrieben. Wie kann es denn sein, dass du danach noch irgendwelche anderen Klausuren schon irgendwie schreiben musst? Normalerweise hat man danach immer frei, ne? Ja, also meine Schule nicht. Ich darf die nächsten zwei Monate noch ganz regulär zur Schule gehen und noch ziemlich viel Wissenswertes für mein späteres Leben dazulernen. Und das komplett kostenlos! Ich hasse mein Leben. Ich habe übrigens ein tolles Geburtstagsgeschenk in der Schule bekommen. Das habe ich für die letzte Deutschklausur meines Lebens wirklich nochmal alles gegeben. Ich habe über 30 Stunden locker Texte produziert. Also es ging über Essays, ja. Ich habe Texte produziert. Ich habe Strukturieren geübt. Ich habe versucht, Themen rauszusuchen, die drankommen könnten. Und mir dazu Strukturen schon mal ausgedacht und sowas alles. Ich hatte ein richtig gutes Gefühl bei der Abgabe. Das Klausurenthema war Namen, also ein Essay über Namen schreiben. Ich habe richtig gute Übergänge dafür gefunden, meiner Meinung nach. Und ich bekomme sie am 24.04.2017 zurück. In der letzten Deutschklausur bekomme ich eine 4+. 6? Von 15 Punkten. Das ist nicht einmal die Hälfte. Ich lerne akribisch für das Fach meiner Muttersprache und bekomme nicht einmal die Hälfte der Punktzahl. Ich besuche 13 Jahre lang den Deutschunterricht und bekomme nicht einmal die Hälfte aller Punkte. Oh mein Gott. Oh my gosh, yeah, that's right. That's right. Bin ich behindert? Ich liebe mein Leben. Was ich auch liebe, ist diesen neuen UX-Hoodie von 3D Supply. Der zarte Duft von Kapitalismus und Ausbeutung. Nein, also beim UX-Shop ist alles wirklich cool. Also wir legen da auch wirklich Wert drauf, dass da niemand ausgebeutet wird oder so. Nein, also außer mir wird niemand für den Profit von UX Gaming ausgebeutet. Lasst mich doch mein Geburtstagsdesaster vergessen, indem ihr eine Bewertung auf dieses Video abgebt. Aber wisst ihr, warum ich in letzter Zeit so wenig Videos hochlade? Natürlich auch wegen der Schule und Abi und allem, aber damit möchte ich euch jetzt gar nicht weiter nerven, ja? Ich weiß, das wird immer so oft gesagt, aber ich finde es einfach wirklich traurig, in welche Richtung sich diese Szene, wirklich, in welche erbärmliche Richtung sich diese Szene entwickelt hat. Und an die Leute, die sich jetzt wirklich denken, hä? Die bekanntesten Leute im Bereich Call of Duty sind doch super Videoproduzenten und verfolgen das Spiel mit Liebe und Leidenschaft. Die verdanken Call of Duty sehr viel und laden jeden Tag auf ihrem Zweit-Channel mindestens ein Gaming-Video hoch. Hinter diesen Videos steckt immer sehr viel Überlegung und sehr viel Liebe zum Spiel. Also, ich meine, denke ich, Muscle Scorpion hat einfach nur gemerkt, dass man sich ein, zwei Stunden am Tag an den PC setzen muss, um so ein halbherziges Video auf Scorpion Plays hochzuladen, um damit so ein bisschen Taschengeld mit diesen Gaming-Videos zu verdienen? Vielleicht ist das ja so. Ich weiß es nicht. Grenzt es an Peinlichkeit, wenn man die Reactions und die Emotionen bei Live-Commentaries faked, um dem Zuschauer Entertainment zu suggerieren? Oh mein Gott, er holt mich einfach von der rechten Seite. Oh mein Gott, Digga. Nein, er holt mich einfach von der Seite. Juckt ihn nicht. Ja, moin, Digga. Es ist Stumpy, sein Sohn. Oh mein Gott, er ist der Beste. Die kann, oh mein Gott. Ich hasse mein Leben. Oh mein Gott, nein, die Nate. Oh mein Gott, die Nate. Oh, fast hätte die mich bekommen. Ja, Digga, wieder ein Kill. Oh nein, er hat mich bekommen. Scampi, sein Sohn vom Luftschlag her. Ja, Digga, da hat er jetzt den Abschusscam bekommen. Ja, Digga. Also, da wäre ich wirklich überfragt. Also ich meine, wenn die Live-Commentaries und Collaboration-Videos mit anderen großen YouTubern auf dem zweiten Channel schon zum Einschlafen gedacht sind, dann sind die Videos auf dem ersten Channel sicherlich innovativ und dynamisch. So wird es wohl sein. Was? Die Leute, die Call of Duty nur noch auf ihrem zweiten Channel bringen, machen das nur wegen des Geldes und nicht, weil sie das Spiel über alles lieben? Ja, Digga. Es gibt eben zum Glück immer noch Leute, die produzieren richtig geile Videos in Call of Duty auf ihrem Hauptchannel und haben trotzdem noch Erfolg, ja. Zum Beispiel wie Aimbrot gucke ich unglaublich gerne, Gustav Gabel, Fantu gucke ich auch jedes Video, meine Jungs und Mädels natürlich von UX Gaming auch. Ich bin so stolz auf dich, ohne Spaß. Ich habe von Anfang an den Jungs von UX gesagt, aus dem wird was. Merk dir, Bruder, du hast Rücken, du hast mich, Alter. Ich fick jeden für dich, wir ficken jeden für dich. Wenn du irgendwann in Berlin bist, du hast hier überall einen Schlafplatz, du hast hier alles. Nimm ruhig deine Perle mit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich war gerade kacken, da muss ich an dich denken. Und dass du dich rasiert hast und so. Wir stehen alle hinter dir. Ich bin so stolz auf dich, Alter, ohne Spaß. Bruder Armin, ja, hast du allen Leuten von UX erzählt, Alter, richtig heftig. Ja, Bruder, jeder hasst dich, bitte halt die Fresse. Komm, packen wir Armin mal in die Videobeschreibung, schaut mal bei dem Jungen vorbei, ja? Er macht echt gute Videos, hat aber einen Migrationshintergrund. Oh, Digga, was? Oh mein Gott, wie kommt der da? Oh, ja, Digga. Jetzt im Ernst, man darf wirklich keinen Fick geben auf Leute, die Gaming nur wegen Geld machen. Ich meine, das unterstelle ich natürlich auch niemandem. Gewinn und Geld als einzige Intention zu haben, ist einfach zum Scheitern verurteilt. Das, was man wirklich liebt, wird sich immer durchsetzen und ich liebe es, diese Videos hier für euch zu produzieren. Ich habe auch gar keine Freunde. Ich erzähle euch immer, was mich gerade so bewegt und ihr kommentiert und verarbeitet das dann irgendwie. Ich meine, vielleicht ist es etwas unpassend, aber ich meine, Hitler hat auch irgendwas geliebt und auch wenn ihn am Anfang niemand verstanden hat, auch wenn das ziemlich kranke Scheiße war, hat er es doch irgendwie durchgesetzt. Aber weil er denn doch zu viel Macht wollte, ist er gescheitert. Keine Angst, Leute, ich mache Abitur und dieser Vergleich sucht intellektuell seinesgleichen. Also Leute, ich habe euch lieb und mache das, was ich liebe, ja? Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt, dann schreibt mal Hashtag mehr in die Kommentare. Denn Leute, ich habe eine 4 für mein Essay bekommen. Ich wette mit euch, dieser Hund macht bessere Live-Commentaries als 90% der Call of Duty YouTuber. Das ist Willi. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das glaubt oder nicht. Willi ist auch gespannt. Besser als Marcel Scorpion, Discabasa, alle.
oder Willi? Ungefähr so war das mit meiner Klausur. Oh mein Gott, nein, die Nate, oh mein Gott, die Nate. Oh, fast hätte die mich bekommen. Ich habe eine 4 für meinen Essay bekommen.